Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal Papierstoffiges vorbeischaut. Mein Name ist Ingrid und heute habe ich eine ganz tolle zuckersüße Box für euch, nämlich eine Box mit Schiebeverschluss. Die funktioniert so. Gesehen habe ich das Ganze bei Sonja Mehl auf Instagram. Es ist also ihre Idee. Natürlich konnte ich meine Finger nicht davon lassen, ein paar Maße anzupassen, damit wir aus einem 12x12 bedruckten Farbkarton zwei Stück rausbekommen. Hier von der Höhe ist die 2 cm, das heißt, hier passen Küsschen rein, aber auch diese leckeren Sachen hier, Achtung, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Und natürlich kann man da auch alles andere verschenken, wie Geldscheine, Kosmetika, was euch so einfällt. Ich finde, sie ist echt interessant und funktioniert super. Also, lasst uns starten! Was wir dafür brauchen, sind unsere üblichen Verdächtigen, wie unser Papierschneide- und Falzgerät, eine Papierschere, ein Falzbein, den Kleber eurer Wahl. Wir brauchen einen Locher. Und zwar wäre es gut, wenn ihr so einen flexiblen habt, wo ihr mitten im Teil lochen könnt und der eine sehr, sehr kleine Öffnung hat. Ich habe hier, Achtung, unbeauftragte und unbezahlte Werbung, den von Ideen mit Herz. Ich finde den super. Wir brauchen eine quadratische Stanzschablone, die 4x4 cm ist. Wenn ihr keine habt, könnt ihr auch eine etwas kleinere nehmen. Ihr müsst nur bedenken, die Öffnung muss groß genug sein, dass ihr, was auch immer ihr in die Box tun wollt, da durchpasst. Solltet ihr überhaupt keine Stanzschablonen haben, könnt ihr das natürlich auch mit einem Lineal und einem Cuttermesser schneiden. Wir brauchen natürlich Material. Ihr wisst, ich arbeite sehr gerne mit diesem doppelseitig bedruckten Farbkarton aus den Actionblöcken. Dieses hier ist aus dem hier und wir brauchen noch ein bisschen was zum Dekorieren, also Stempel, Stanzen, was auch immer euch gefällt. Wir haben es, glaube ich. Ich räume weg und dann starten wir. Wir fangen mit dem Zuschnitt an. Ich habe euch hier einen Schnittplan zurecht gemacht und zwar ist das 6 Inch und dann die 12 Inch. Das heißt, die Box, das Fenster der Box sollte links sein und dann muss euer Motiv, solltet ihr eins haben, diese Richtung haben. Sprich, ich hätte das gerne so ausgeschnitten, damit ich dieses Motiv so gut es geht noch in der Box mit drin habe. Das heißt, ich schneide hier horizontal bei 6 Inch dieses Blatt auseinander. Auch hier wieder, die innere Seite wird man sehen. Ihr solltet also ein Papier auswählen, wo euch die innere und die äußere, also beziehungsweise beide Seiten gut miteinander gefallen. Okay, 6 x 12 Inch ist unser Ausgangspunkt und dann schneiden wir uns einen 17 cm Streifen ab. Lassen den so drin liegen und falzen von links und von rechts. Von links und von rechts, links, rechts, wo ist das? Bei 2 cm. Gut, ich habe gesagt, ich möchte dieses Motiv als mein Fenster haben. Das heißt, ich lege diese Seite oben an und dann falzen wir bei 2. Bei 7, jetzt müsste ich kurz spicken, 9 und 14 und wir haben dann hier noch eine Klebelasche, die ist ungefähr 1,2 cm. Okay, das ist die Box. Dann haben wir hier noch das Reststück. So war das. Komplett. Wir haben hier 17 cm abgeschnitten und dann schneide ich hier jetzt noch zwei Streifen mit jeweils 1,8 cm ab. Und die kürzen wir, hoppla, auf 14 cm.
Gut, wir brauchen noch einen kleinen Streifen für unseren Mechanismus. Der ist 1,5 mal 6. Ab jetzt hier ist es ein bisschen egal, wie ihr das einlegt. 1,5 mal 6, weil ja, der Rest reicht auf jeden Fall. Und den falzen wir bei 1, 2, 4 und 5. Den könnt ihr auch sehr gut aus Restpapier schneiden. Den sieht man nämlich hinterher nicht. So, legen wir auch hier oben ab. Und dann brauchen wir noch für dieses Quadrat, also für das Fenster, die Klappe hinten. Und die ist 4,7 mal 5,2. 4,7 mal 5,2. Ich werde natürlich die Rückseite dafür verwenden, nämlich diese rosane hier. Okay, das hier sind unsere Reststücke. Dieses hier tue ich gut weg, damit ich es nicht aus Versehen hinklebe. Wir falten und schneiden die Klebelaschen von der Box. Das könnt ihr so machen, wie es euch am liebsten ist. Manche bevorzugen erst zu schneiden und dann zu falten. Ich mag es gern falten und dann schneiden. Erstens seht ihr das besser jetzt im Video und zweitens sehe ich es auch besser. Und ich kann die Falzlinien rausschneiden, das mache ich ja sehr gern. Gut, wir haben also hier angefangen, 2 und dann bei 7. Das heißt, dieser Bereich hier ist dann später meine Box, also die Front von meiner Box. Und diese Klebelaschen hier links und rechts, diese 2 cm, die behalte ich gerade. Das heißt, ich schneide rechts von der Falzlinie gerade ein. Auch auf diese Seite. Also links von der Falzlinie und rechts von der Falzlinie. Damit diese Teile hier gerade sind und hinterher schön aussehen. Hier schrägen wir ein die Klebelasche. Auch hier. Diese Seite auch. Und hier auch. Wir schrägen ein. Das hier ist auch eine Klebelasche. Das heißt, wir schneiden hier das ganze Eck raus. Auf der Seite das gleiche. Einschrägen. 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 Und die Ecke rausschneiden. Irgendwas habe ich vergessen hier. Dieses Teilchen hier habe ich jetzt vergessen. Das wird auch eingeschrägt. So sieht jetzt meine Box aus. Also das hier ist meine Front. Und deswegen sind die Teile hier gerade und alle anderen sind eingeschrägt. Jetzt habe ich schon oft genug gesagt, dieser Bereich hier ist meine Front. Das heißt, da stanze ich mir auch mein Quadrat raus. Ihr seht die Falzlinien hoffentlich. Das heißt, ich vermittle mein Quadrat in der Höhe und den Abstand, der sich da ergibt, den halte ich auch zur linken Kante ein. Das könnt ihr euch jetzt so sichern und dann ausstanzen. Noch ein Vorteil von diesen abgeänderten Maßen ist, wenn ihr auch nur eine A5-Stanzmaschine habt, so wie ich, dann bekommt ihr dieses komplette Teil durch die Stanzmaschine. So, hier ist also jetzt mein Loch, meine Öffnung. Und jetzt können wir die Markierungen für die Löcher anzeichnen und deswegen habe ich euch jetzt ein bisschen näher rangeholt. Wir gehen von dieser Schnittkante hier 1 cm weg und vermitteln in diesen 5 cm, die unsere Box hat. Das heißt, ich bin auf jede Seite bei 2,5 lege ich an, 1 cm Abstand und markiere mir hier einen Punkt. Das gleiche auf diese Seite. Ich klappe mal kurz um. Von der Falzlinie 1 cm. In der Mitte,
das heißt 2,5, 2,5 und markiere hier einen Punkt. Seht ihr das? Ja. Auf dieser Falzlinie hier brauchen wir in der Mitte 2 cm Abstand. Das heißt, ich lege es mir wieder an, 2,5, 2,5 und markiere jetzt aber einmal bei 1 auf der Seite und einmal bei 1 auf der Seite, sodass der Abstand zwischen den beiden Punkten 2 cm ist. Okay. Und jetzt gehören da ganz, ganz kleine Löchlein rein. Deswegen finde ich dieses Tool echt super. Ihr müsst jetzt mal schauen, die normale Krokodil, da kommt ihr nicht rein und ich glaube auch mit all den anderen Zangen eher nicht. Das heißt nicht, dass ihr die Box nicht machen könnt. Ihr könnt die Schlitze auch einfach mit einem Messer und einem Cutter schneiden. Diese Lochstanzungen hier machen es einfach nur ein bisschen leichter. Okay, ich habe mir hier eine feste Unterlage geholt. Lege meinen Locher drauf und drücke runter. Die Nummer 2. Drei. Und vier. Okay, und jetzt verbinden wir dieses Schlitzchen. Ich habe hier also ein Messer und ein Lineal. Und dann legen wir hier an und schneiden uns einen Schlitz zwischen diesen beiden Löchlein hier. Da es nur bedruckter Farbkarton ist, müsst ihr auch gar nicht so arg aufdrücken. Ich würde euch empfehlen, hier so ungefähr einen Millimeter rauszuschneiden, weil dieser Ziehmechanismus dann hier entlang sliden muss. Und deswegen habe ich auch gesagt, diese Löcher machen die Arbeit zwar einfacher, aber solltet ihr keinen Locher haben, der da reinkommt, könnt ihr das natürlich auch nur eins anzeichnen und mit eurem Cuttermesser einen Schlitz zeichnen. Sieht hier natürlich ein bisschen eleganter aus. Und die beiden hier, die verbinden wir auch. Hier muss der Schlitz nicht so breit sein, also es muss nicht unbedingt ein Millimeter sein. Es hilft aber trotzdem, ein bisschen was rauszuschneiden. Hier kommt nämlich dann dieser Steg, der den Mechanismus bewegt, rein und raus. So sieht es dann aus. Diese beiden Teile hier sind der Steg, mit dem wir dann den Mechanismus bewegen, also den wir rein und rausziehen. Und da könnt ihr euch jetzt überlegen, welche Seite von dem Designpapier bzw. Farbkarton ihr haben möchtet. Sichtbar ist nur hier hinten das kleine Stückchen, an dem man anfasst. Alles andere verschwindet nach innen. Ich hätte gern hier ein bisschen Kontrast, deswegen nehme ich die rosane Seite und wir kleben diese beiden Teile zusammen, damit die eine gewisse Festigkeit haben. Ja. So, Kante an Kante sind ja genau gleich. Okay. Und solange hier der Kleber noch ein bisschen anzieht, falten wir uns den Mechanismus. Also dieses kleine Stückchen, das 6 cm war. Wie gesagt, das werdet ihr später nicht sehen. Deshalb ist es egal, was es für eine Farbe hat, welche Farbe ihr nach oben oder nach unten faltet. Ihr könntet auch einfach ein ganz anderes Reststück nehmen. Und das falten wir so. Ich nenne es ein Tee, aber ich glaube, es ist nicht wirklich ein Tee. So. Okay. Nun hoffen wir, dass der Streifen hier schon einigermaßen fest ist. Und da zeichnen wir uns von einer Kante 5 cm an. 5
5. Ich mache mir hier eine kurze Markierung. Und da, also wenn ihr von hier nach da 5 cm gemessen habt, dann kommt der Mechanismus drumherum gewickelt. Und ab der Markierung, also fortlaufend, nach rechts angeklebt. Seht ihr? Hier ist die Markierung. Moment, so. Hier ist die Markierung. Ab der Kante sind es 5 cm. Und von der Markierung nach rechts wird dieser Mechanismus angeklebt. Und dafür tragen wir Kleber auf diesen drei Flächen auf. Also ganz unten, hier und da. Gut. So. Genau. Also diese 5 cm, das ist dann auch der Bereich, wo dieses Fenster bzw. der Verschluss für das Fenster aufgeklebt wird. Und ich werde mir an dieser Kante hier, also an dieser Seite, wo man dann anfasst, um zu ziehen, noch die Ecken abrunden. Das könnt ihr machen oder nicht. Ich denke, es ist ganz nett. Und so Ecken, die sind ja auch recht schnell immer eingedrückt. Deswegen denke ich, ist das besser. Noch ein bisschen andrücken. Gut. Nun, ich habe es ja schon erwähnt. Der Verschluss bzw. die Klappe für den Verschluss wird hier aufgeklebt. Ihr müsst jetzt beachten, das ist kein astreines Quadrat, also wir haben 5,2 und 4,7. 4,7 kommt hier rein, wir haben ja hier 5 cm und die 5,2 ist die Richtung. Wenn ihr da jetzt was draufstempeln möchtet, dann müsst ihr das jetzt tun, bevor ihr es auf diesen Steg klebt, weil dann könnt ihr natürlich nicht mehr stempeln. So, ich versuche mir ein bisschen Markierungen zu machen, aber wirklich nur ganz leicht. Und ich habe es jetzt so angelegt, Moment, zeige ich euch. Ich habe es jetzt so angelegt, dass es eben auch wieder in der Breite vermittelt ist und dann ungefähr den gleichen Abstand zu dieser Kante. Gut, ich habe meine Markierungen und da stempel ich mir jetzt einen netten Spruch hin. Ich hoffe, dass der hier reinpasst. Alles Gute zu deinem Ehrentag aus dem Set Vintage Blüten von Stampin' Up. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, Luft anhalten und los geht's. Ja, schön krumm ist auch schön. So, den Stempel ganz weit weg, dass keine Unfälle passieren. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen trocknen, bevor ich hier die Markierungen rausradiere, aber so lang können wir die Box schließen. Vorsicht, nicht ganz, sondern wirklich nur einmal in der Breite. Also nur dieses hier. Da tragen wir auf die Klebelasche Kleber auf und schließen die Box. Ich drehe das immer gerne noch mal rum. Jetzt hat es aber nicht gut gehalten, um zu sehen, ob es eben ganz gut passt. Ja, die Kanten. Naja, noch ein bisschen. So. Ja, jetzt liegt sie flach. Jetzt ist gut. Mhm. Okay, mehr tun wir nicht. So sieht unsere Box jetzt aus. Ich brauche einen Radiergummi.
wie gesagt, wir kleben diesen Deckel hier als Verschluss auf diesen Arm hier. Mittig und bis an eben unseren Mechanismus ran. So, nochmal von hinten kurz überprüfen. Ja, sieht gut aus. Und unüblich, aber wir machen erst die Dekoration fertig, bevor wir die Box komplett schließen. Aufgepasst! Jetzt wird das alles eingefädelt. Und zwar als erstes das Ende hier durch. Dann muss das T hier durch den Schlitz, wenn ihr so mit den zwei Fingern da reingreift und die Klebelaschen so zusammenklappt, dann könnt ihr die eigentlich ganz gut hier durchführen. So, man sieht es eigentlich auch recht gut hier. Zack. Und der Grund, warum wir das machen, bevor wir die Box schließen, ist, weil dann könnt ihr die Box so, das ist echt nicht schön. Da muss ich mir noch mal was überlegen. wahrscheinlich klebe ich noch mal eins drauf. Okay, weil dann könnt ihr dieses T hier schön auseinander machen und ihr könnt eure Dekoration machen und drücken und tun. Weil wenn ihr die Box fertig verschlossen habt, dann könnt ihr das nicht und das hier fällt euch gerne mal wieder durch. Ich muss jetzt erst einmal ein bisschen Reparaturarbeiten machen und dann sehen wir uns wieder. Beim Versuch, das wieder abzumachen, habe ich mir alles kaputt gerissen. Deswegen habe ich jetzt das nochmal gemacht. Und ihr seht, dass es nicht mittig gestempelt ist. Ich habe es nämlich eingelegt und mir das Quadrat angezeichnet. Wie ihr sehen könnt, ist es ungefähr 1 Zentimeter von der Seite und nur 0,3 oder so von der Seite. Oben und unten kann man das ruhig vermitteln. Aber ja, ich dachte, das zeige ich euch, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich. Und eine Stempelhilfe ist sehr empfehlenswert. Wir fangen an und packen das Ganze hier rein. So, erst einmal das Ende raus, dann hier mit den zwei Fingern und es lässt sich wirklich eigentlich gut durchschieben. Und wenn ich jetzt dann zumache, jawohl, ist es einigermaßen akzeptabel in der Mitte. So, hier. Das könnt ihr euch kurz mal sichern oder wenn ihr auch schon wisst, wie eure Dekoration aussieht, dann könnt ihr eure Basis hier draufkleben, damit das hält und dann nach Herzenslust dekorieren. Können wir die Box schließen. Einmal kurz testen. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir die Box schließen. Wie gesagt, die oberen Teile als letztes. Das heißt, ich mache erst hinten, dann die Seiten. So. Und als letztes, wie gesagt, das Teil, das wir gerade geschnitten haben. Und dann sieht das auch sauber aus. Und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Und die Box ist fertig.
Das hier ist die Öffnung zum Befüllen, falls ihr euch fragt, warum wir die zukleben. Und ich werde hier jetzt noch ein paar Steinchen in die Blumen machen. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden. Und da passen Schokoküsschen rein oder aber diese leckeren Gesellen hier. 4 Stück, das passt sehr gut. Natürlich könnt ihr da auch Geldscheine reintun und verschenken. Und so geht's zu. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da, wenn nicht schon passiert. Und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Nochmal, die Idee ist von Sonja Mehl, habe ich auf Instagram gesehen. Also Sonja, super, super tolle Box, finde ich echt klasse. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut. Solltet ihr die Box nachbasteln, dann taggt mich doch. Würde mich freuen zu sehen, wie ihr das Ganze gestaltet habt und eure dekorativen Vorschläge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!